Ja, eine ernsthafte Gefährdung. Viele sprachen auch darüber, inwiefern die große Razzia, 3000 Beamte waren notwendig, um die Reichsbürgerszene aufzusprengen. Festnahmen gab es, der Bundestag sollte überfallen werden, ein Staatsputsch war geplant. Wir sind schon mittendrin in Ihrem Thema, deswegen haben Sie gleich Ihre Kamera. Aber ich möchte auch an Sie die Frage stellen, glauben Sie, dass das notwendig war in dieser Größe? Ich glaube, dass das notwendig war. Das zeigt ja, das zeigen ja erstmal auch die Ergebnisse. Mhm. Und ich finde, es ist leicht gesagt, Mensch, das sind ja Wirre, das sind ja Spinner, war das überhaupt notwendig? Wenn wir Sicherheit ernst nehmen wollen, wenn wir also Gefährdungen, die gefährlich sind, weil sie mit Waffengewalt etwas verändern wollen, wenn sie Gefährdungen nehmen, die Systeme verändern wollen, Wenn wir das ernst nehmen, dann muss der Staat auch mit aller Härte reagieren und darf das nicht mit einer gewissen Laxheit machen nach dem Motto, naja, das sind ja doch irgendwie ganz komische Leute. Und daher finde ich, hat man hier richtig gehandelt. Und es ist auch nicht so, dass die Sicherheitsbehörden diese teilweise abstrusen Ideen dann immer als Begründung gebracht haben. Denn die Begründung ist ja für diese ganzen Aktionen, die Bildung und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und nicht ein Umsturzversuch. So, und das war mit Sicherheit gegeben und insofern halte ich das für sehr gerechtfertigt, dass dort so eingeschritten worden ist. Herr Gräber, Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Es gab Kritik oder auch Zweifel an dieser Maßnahme. War das wirklich notwendig in der Größe? Herr Schindler hat gerade gesagt, ja, und wir haben sogar den Beweis dafür, denn es gab Festnahmen. Wir sehen daran, dass die Gefahr richtig eingeschätzt wurde. Teilen Sie diese Auffassung? Da habe ich mich zu wenig jetzt, muss ich sagen, mit diesem konkreten Fall beschäftigt. Und mein Grundvertrauen in deutschen Sicherheitsbehörden ist schon noch so, dass ich davon ausgehe, wenn der Generalbundesanwalt da einen Grund sieht, um da so in der Weise gegen diese Person vorzugehen, dann wird es da auch eine reale Gefahr gegeben haben. Aber was mich sehr verwundert hat, war dieses enorme Medienaufgebot, die sofort diese Top-Berichterstattung in vielen Medien, die offenbar erkennen ließ, dass diese Journalisten da mindestens Tage vorher schon Bescheid wussten. Und dahinter steckt, die Journalisten selbst sagen, das sind ihre investigativen Quellen, die sie da haben, deswegen sind sie da top informiert. Ich glaube, das ist eine Art von verdeckter Öffentlichkeitsarbeit. Ich weiß nicht von wo aus, aber man muss sich nur gucken. Also da stecken auch Interessen von Regierungsstellen dahinter, sich in den Medien als starker Staat zu inszenieren. Und das fand ich schon befremdlich. Ich habe Sie kurz schnaufen hören. Ich weiß nicht, ob es ein Lachen war, aber wollen Sie darauf reagieren? Findet da so etwas wie auch bei solchen Aktionen, ist dahinter auch wie so eine Art PR-Strategie, ein Zeichen, das man setzen will? Haben Sie das erlebt? Also wir müssen unterscheiden für den Bereich Sicherheitsbehörden und die Politik. Wir haben ja in den Ministerien eine politische Führung, also das sind ja gewählte Politiker. Dass die Diskussion auf dieser Ebene und die Diskussion im Parlament, beispielsweise im Innenausschuss oder im parlamentarischen Kontrollgremium für die Nachrichtendienste, dass die politisch geführt wird, ist gut und richtig. Dass dort auch Kommunikationsstrategien, man will ja seine Politik verkaufen, man will das ja beweisen, dass man das gut macht, dass dort auch Kommunikationsstrategien entwickelt werden, das finde ich auch völlig in Ordnung. Das ist unser System. Das ist ja auch nichts Neues. Es ist ja nicht so, als ob zum ersten Mal Politik mit Presse zusammenarbeitet. Also deshalb glaube ich, das muss man unterscheiden auf dieser Ebene. Und da kann man auch dafür oder dagegen sein, ist nicht mein Thema. Mein Thema ist die Sicherheitsbehörden. Und da glaube ich nicht, ohne dass ich es weiß, behaupte ich, es gab niemand in den Sicherheitsbehörden, der das durchgestochen hat. Wissen Sie, wenn Sie 3000 Leute einsetzen, alleine in Deutschland, und wir hatten ja noch zwei ausländische Partner, wo das auch durchgeführt wurde, wenn Sie 150 Hausdurchsuchungen machen, das ist ein enormer Aufwand, das zu organisieren, bei der Stunde Null, nämlich morgens um 6 Uhr, in die Wohnung da reinzugehen, zeitgleich. Das alles auszuwerten, das muss vorbereitet werden. Das ist, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange man daran gearbeitet hat, damit das reibungslos funktioniert. Und es hat reibungslos funktioniert. Und dass in einer solchen Phase Journalisten, die engen Kontakt zur Sicherheitsbehörde X
oder zur lokalen Polizei Y haben, dass die irgendwann mal was mitkriegen, das versteht sich von selbst. Also so eine große Aktion lässt sich in einer offenen Gesellschaft wie unserer nicht total verheimlichen. Ich finde es sogar ganz gut, dass wir es geschafft haben, dass keiner dieser Journalisten, der das mitbekommen hat, vorher darüber berichtet hat, sondern dass sie sich alle dann daran gehalten haben und erst danach berichtet haben. Also ich sehe da nicht diesen Pressegau oder diesen Kommunikationsgau. Dass in der Politik das ein bisschen anders noch differenziert wird, ist mir egal. Ja. Aber Herr Schindler, wie sowas abläuft, sieht man ganz gut in dieser Doku, die es mal über die Bild-Zeitung gab. Da gab es doch, wo Julian Reichel noch Chef war. Da gibt es diese Amazon-Doku, ja. Da gibt es eine Szene, wo Julian Reichel in der Redaktionskonferenz geheimnisvoll fragt, wer denn zu ihm zu einem Hintergrundtermin im Innenministerium streng vertraulich mitkommt. Und dann darf ein junger Kollege mitgehen, der freut sich. Den Termin sieht man in der Doku nicht, aber hinterher auf der Rückfahrt oder danach wird erklärt, um was es ging. Da wurde Herr Reichel persönlich, Chefredakteur der auflagenstärksten Zeitung in Deutschland, persönlich vom Innenminister, weiß ich nicht, aber im Innenministerium zumindest, darüber informiert, dass in den nächsten Tagen eine groß angelegte Razzia gegen solche arabischen Clans, gegen die Clankriminalität, glaube ich, war das, irgendwo stattfindet. Und dann hat Ihre Redaktion genug Zeit, alles vorzubereiten, die Live-Schaltung und sowas. Und die Razzia wird dann wunderbar von Bild begleitet. Und das Signal, was der Staat damit senden will, und die Sicherheitsbehörden verkauft. Das ist, ich glaube, es gehört zum Geschäft. Es ist auch vollkommen in Ordnung, dass der Staat auch mal Härte zeigen will, gegen bestimmte Formen Signal senden will. Aber ich denke, ohne es zu wissen, vermute ich, dass es in diesem Fall sehr, sehr ähnlich gelaufen ist. Und das, finde ich, ist auch Aufgabe von anderen Journalisten, die nicht Teil dieses Spiels sind. Ich gebe zu, vielleicht bin ich auch nur neidisch, dass ich nicht vorher informiert wurde. Sind Sie beleidigt, dass Ihnen nicht Bescheid gesagt wurde? Ja, bin ich. Ein bisschen. Nächstes Mal bitte auch an Cicero denken. Eine E-Mail an Cicero, das wäre schon auch nett. Nein, das war Spaß. Ja. Natürlich, es gehört aber auch Aufgabe zu Journalisten, dann genau das zu hinterfragen, weil man dann schon immer die Gefahr hat, dass da auch was, und deswegen war die Reaktion so, ob da vielleicht auch was aufgebauscht wird und zu einer Bedrohung, zu einem Staatsstreich, der in Wirklichkeit zumindest nicht unmittelbar bevorstand. Frau Rühl, wie haben Sie das Ganze erlebt? Staatsstreich ist so ein großes Wort. Ja. Und dann kamen die ersten Informationen, man hat geplant, den Bundestag zu stürmen. Erstmal unvorstellbar. Ja, also ich habe mir jetzt angewöhnt, bei solchen Nachrichten dann darauf zu hoffen, dass wir dann im Nachhinein erfahren, es gibt dann ja noch Gerichte oder so, die das überprüfen, die Vorwürfe. Und mir geht es immer so, wenn ich solche Verhaftungen sehe, dass mir dann immer diejenigen so leid tun, weil sind ja teilweise noch nicht, ist noch nicht bewiesen. Also ich gehe davon aus, genauso wie Sie, die Behörden haben das Material und es muss gemacht werden. Sie haben aber Mitleid, denke, wenn jemand verhaftet immer, wird, gegen immer, den wenn man so ein Verdacht besteht. Wenn man so einen alten Mann sieht mit so einer Maske, dann denkt man, naja. So, da hatten Sie so eine Altersmitleid. Ich denke mal, muss man keep cool. Also ich sehe es auch nicht so, die Medien waren immer schon heil. Also die haben schon in den 70er Jahren sich an die Behörden geklemmt und haben alles mögliche, was sie konnten, schon Es war wirklich wie bestellt. Aber, es war auch schon immer bestellt. Ja. Also vom Spiegel, wo der alles immer schon drin und was er alles wusste. Ja. Also ich glaube, da sind wir da so naiv, also so würde ich nicht da rangehen. Also ich würde sagen, das ist nun mal so. Aber ich hoffe eben bei dieser überbordenden Berichterstattung immer, dass die Angeklagten oder die Delinquenten, sage ich mal, egal welcher Richtung sie sind, dass das dann eigentlich aufgeklärt wird, was jetzt wirklich Sache ist. Also entweder ist es berechtigt oder nicht. Aber das ist das Einzige, was wir vorher nicht wissen können und auch nicht als Zuschauer. Das weiß vielleicht die Behörde, die hat den Anfangsverdacht oder die hat schon mehr als das und sonst würde sie nicht zuschlagen. Dass durch die Medien kommt eben dieses Ding rein, dass wir alle zu Hause sitzen und sagen, das ist ja wirklich grauenvoll. Und das tut mir grundsätzlich in unserer Mediengesellschaft, nicht jeder tut mir da leid, aber wie viele Leute geraten heute durch so Medienhysterien in eine dann Vorverurteilung? Und in dem Fall wird ja was dran sein, sonst würden die Behörden ja nicht zuschlagen. Also da haben Sie recht, da ist Mitleid nicht angesagt. Aber ich finde, dass in die Medienmühlen zu geraten heutzutage mit Gesicht und Namen und so weiter, ist ein Problem, mit dem wir uns, glaube ich, alle irgendwie stellen müssen. Es geht sehr leicht, dass man
dass man durch eine Mediengeschichte und dann denke ich mir, keep cool und man wird irgendwann erfahren, hoffentlich, ob das alles so heiß gegessen wird oder werden sollte, wie man es gedacht hat. Also muss man sachlich bleiben, würde ich sagen.